Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Icarus. Hallo. Guten Abend. Ach Mario, ich habe Munition in die Bearbeitungswerkbank gepackt, ne? Oh, das ist fein. Da müsste schon was durch sein, ein bisschen. Zu fett für die Lücke hier. Zu fett für die Lücke. Ja. Ich habe beim Pinguin auch schon gedacht. 80? Ne? 80, darf ich mir alle nehmen? Oder? Ja, ja, nimm ruhig alle. Ich mache nochmal neue. Ja. Definitiv. Das ist gut. So. Ich will da auch gucken, dass ich damit ein bisschen mit Munition hinterherkomme. Oh, warte mal, ich brauche noch ein bisschen Holzkohle. Da. Wunderbar. Haben wir denn überhaupt noch Platin gerade? Platin wird gerade in den Schmelzofen gemacht. Okay, da muss ich mir eins rausnehmen von. Ups. Genau, nimm die mal da raus. So, jetzt muss ich gucken. Heute Umzug der Werkstatt. Nee, das ist Werk. Und was fange ich an? Mit der Bearbeitungswerkbank vielleicht? Ist aber ganz schön voll. So. Okay. Also dran reparieren, deshalb. Okay, willst du, soll ich dir die Sachen rüberbringen? Du sagst dann hier. Oder willst du es Stück für Stück selber machen? Oder soll ich nur Target hier machen? Nee, kannst du alles mit rüberpacken. Können wir alles rüberpacken und dann gucken wir mal, wie die Sortierung so wird. Willst du denn erstmal die Werkbänke alle haben und den Rest dann koordinieren? Oder? Ja, die Werkbank noch nicht, weil in dem Mörser gerade noch Schießpulver läuft. Okay, alles klar. Macht doch nichts, wir wollen doch bloß die Werkbank. Aber ansonsten einfach alles mit rüber, alles. Okay. Ich mach gleich. Oder auch nicht. Nee, ich habe gerade die Zimmer ins Werkbank schon am Nehmen. Okay. Genau. Warte, stopp meine Steine noch nicht. Da läuft gerade noch was durch. Oh, da so, nee, ich wollte eigentlich erstmal das Ding. Ach, warum gehe ich eigentlich raus? Oder? Ich kann doch intern rumgehen. Ja. Geht mittlerweile. Ist wahrscheinlich kürzer, einmal durchzulaufen statt dahin, aber. Ja, da packe ich den erstmal also da rein. Also die steht, lasse ich dann Schränke durch. Jo. Okay. Ja. Yep. Okay, Zimmermannsbank, okay. Zimmermann, ja, sobald du die hingestellt hast, packe ich dann die Sachen rein, wo du sie hingestellt hast. Ja. Weiß ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist dann immer. Ich packe die jetzt erstmal dahin, erstmal dahin. So, den Fabrikator bräuchte ich auch noch. Genau, den hole ich mir gleich, den Fabrikator. Erstmal das. Dahin. Zack, zack. Dülü, dülü, dülü. Dülü, dülü. Fasern. Ich hoffe, das war's dann. Fasern habe ich gar nicht. Dann kommen die Nägel wahrscheinlich noch rein. Ja gut, da ich ja immer nur meine Sachen sehe, die da drinne sind, packe ich jetzt einfach mal alles rein, was ich denke, was da drinne war. Ja. Das ich sehe jetzt bloß die bestimmten Holzsachen da zum Herstellen. Ich weiß nicht, was ihr da alles noch seht drin. Genau, das wird sortiert noch. Das ist überhaupt kein Ding. Der braucht noch 4 Minuten. Okay. Dann Schmelzofen. Der macht gerade gar nichts mehr. Okay. Der ist sowieso leer. Also von Holz. Okay. Warum hängst du dich nicht ein? Fang für Glasarbeiten. Ja, das klingt auch so, als ob das mit darüber. Aber den möchte ich nicht mehr. Warum hängt das? Du kannst doch Schränke so toll bauen, ne? Ich kann Schränke bauen. Ja. Ich versuche gerade das Dach zu kriegen. Okay. Wenn du Zeit hast, kannst du mal so 10, 20 Schränke herstellen? Ja, dann musst du auch dementsprechend noch die Sachen reinpacken. Ja, die musst du dir dann rausholen noch. Genau. Wir bringen halt Schränke nichts, wenn ich die Scheiße nicht zukrieg. Ja, warte mal, ich muss. Jetzt geht doch ab! Was ist dein Problem? Alles macht sie jetzt wieder kaputt hier, alles. Immer. Ich versuche da ein Dach ranzukriegen, das will nicht. Why willst du nicht? Ich verstehe es nicht. Gehen da. Ich versteh's. Also da oben, wieso geh doch? Hast du nein, gemacht. Hier. Alles nehmen. Hier geht's.
Kein Platz. Warte. Meinst du, wie das jetzt hier ist, das Dach quasi verlängern? Ja, weil ich kann es, wenn es über Eck geht, das Dach, ja, kann ich es nicht, ja, miteinander verbinden. Ich habe keine Chance. Dann habe ich gedacht, ich mache im Prinzip, was Dach begeht. Jetzt kann ich es dranhängen. Alter, Alter. Ja. Okay. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Das ist. Ach, das ist halt, weil ich hier nicht weiter raus kann. Ne? Wegen dem scheiß Boden. So, ich habe keinen Plan. Sollen die Fenster frei bleiben? Ich muss gucken, wie ich das hier noch gestalte. Bisher habe ich nur einen Plan mit den drei Werkbänken hier in der Mitte hier rum. Das sieht dann ganz nett aus. Das mal da rein. Dann mache ich doch mal. Da geht es dann nämlich nach oben. Hui. Ich hoffe, das klappt so, wie du es vorstellst, Mette. Nicht in meinem Traum ging's. Das ist zumindest ein guter Anfang. Ich brauche noch Dachplatten hier. Das ist zumindest ein guter Platin. Anfang. Küche, Küche, Küche. Was machst du? Häutung sagen. Ja gut, Häutung mache ich dann mit Textil und Textil zusammen. Genau, klar. Deine Ecke musst du dann auch gucken, wie du sie gestaltest. Ja, die Rustic Decoration Bench, die bringe ich jetzt mal. Hä? Wieso ist denn da Fett drin? Eine Minute noch, okay. Fett. Wieso ist denn Fett in der Dekorationsbank drin? Yes! Kerzen. Kerzen. Ach, dafür brauchen wir alles klar. Ich habe gerade gedacht, habe ich da irgendwann mal irgendwas falsch reingetan? Nee. Kann ja gehen. Alles richtig bei dir. Okay. Naja, das wage ich zu bezweifeln, dass bei mir alles richtig ist. Aber danke fürs Kompliment. Ach Mann, warum zeigst du mir das immer so spät an? Okay, keine Nägel mehr. Hat irgendjemand. 80 Nägel in der rustikalen. Warte, ich schmeiß dir hin. Ich hab's nur gerade rausgeholt. Weil ich die umsetze. Nicht so viel, ja. Okay, dann nehme ich jetzt mal alles aus der rustikalen raus. Ist ja quasi auch eine Werkbank. Und der Ikea ist neugierig, der guckt uns die ganze Zeit zu, kann das sein? Ja, gut möglich. Der denkt sich, ja, was macht ihr da? Was macht ihr da? Wohl war, ja. Vulva. Was ist das? Fabrikator? Nee, was ist das? Das ist. Bearbeitungswerkbank, okay. Was ist das? Dann packe ich jetzt die Dekorationsbank. Warte mal, die Zimmermannsbank. Packe meinen Koffer und nehme mit die Dekorationsbank. Ja. Den Steinmetz und die Zimmermannsbank. So ist es gegangen. Ja, so ungefähr. Das meiste habe ich davon schon, aber ob das so passt, ist die andere Frage. Finger weg. Meine Kekse. Ne, meine Kekse. Ohne mich haben wir heute keine Kekse. Ich brauche gar keine Kekse. So, jetzt habe ich ja wieder ein Messer. So, ja. So, alles nehmen. Mörser mit einpacken. Ich denke, ich muss darüber. Ach, das wird schon gemütlich. Stimmt. Und nicht erschrecken. Ich mach gleich Rums. Warum? Wirst du gleich merken. Was hast du wieder angestellt? Gar nichts. Aber dass die Erschreckungsfaktor. Ja, nee, ist klar. Du willst mich doch verabenteuern. Ja. Was hast du jetzt? Guck mal, wo die grüne Markierung auf der Karte ist. Moment. Einfach mal so auf der Karte gucken. Die spinnen doch wo hier. Muss ich jetzt echt rüber auf die andere Seite da? Yep. Die haben da ja, da musst du wohl laufen. Da hast du nicht mal eine Brücke, ne? Nee. Nein, zu der Richtung gar nicht. Das ist mal eine Frechheit, ist das. Warte. Ach, ist das schön. Ach, wie ist das schön. Heiß. Shit, von welcher Seite geht's denn da kurz?
jetzt laufen erstmal dahin. Hallo, Commodore. Moment, was tun wir das? Zack, zack. Geht ab. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Oh nein, bitte nicht. Einmal rundherum. Okay, so, warte mal. Epoxid? Nein, nicht Epoxid. Moment, ich wollte... Kroko? Ach so, genau, das wollte ich da reinpacken. Bam, 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 bam. Kannst du mir vielleicht? Ja. Unter Umständen? Ja. Umstände, das trifft's. Bei Glaswände machen. Bei Glaswände machen? Nee. Und ein Dreieck. Das kannst du nicht? Weil ich kann es nämlich gar nicht. Ich habe es nämlich nicht geskillt. Tut mir leid. Na gut. Ja. Dann lasse ich das jetzt erstmal so. Ich bin hier mit meinem Kleinen, nicht mit meinem Großen. Schön, man schwimmt im Wasser und packt schon mal die Flinte aus. Nein. Gibt nichts Besseres. Fünf von diesen. Okay, dann jetzt jedes Mal. Aber mal, kann ich Wand fackeln? Kann ich Wand fackeln? Ein, zwei. Wandfackel. Oh, war so klar. Weil du jetzt unterwegs bist, ne? Ja. Jetzt musst du wieder heimkommen. Geht nicht. Ich muss erstmal das Kroko loswerden. Oh. Und hoffe, es ist ganz hinter mir. Und jetzt kommt natürlich ein Jaguar natürlich hinter mir her. Natürlich. Natürlich. Doch nett. Kroko kämpft gegen Jaguar. Gibt das mir die Zeit, um die Flint wieder zu lagen? Eisen, Schwefel. Schwefel, Leder, Leder, Leder. Gib her das Leder. Jesus. Hab ich denn noch Tonic um einstecken? Ja. Oh Mann. Wunderbar, drei Stück brauche ich einmal, dankeschön. Blitz und Donner. Oh je, irgendwas auf der Insel fackelt, aber von hier aus gesehen auf der anderen Seite, wenn ich das richtig sehe. Okay. Also, irgendwo sind da noch Bäume am Fackeln. Ja, das Gewitter ist ja auch gerade, ne? Ja. Wie war das? Während des Gewitters soll man im Wasser schwimmen. Ja, ja, ja. Schmeckt mich doch nie. Immer. Jetzt komm. Ach, kein Unterschlupf. Okay, das ist noch immer nicht. Das ist immer noch da. Bisschen höher. Das brennt bei uns in der Nähe. Habe ich doch gesagt. Also sieht zumindest von der Seite so aus, als ob. Ja, 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 ja. Geht aber nicht raus zum Gucken. Warum nimmt er jetzt hier... Das ist doch Unterschlupf. Auf den anderen beiden Seiten ging es doch auch. No shelter. Ich habe noch nicht geschafft, überall... Wieso ein Shelter? Bei mir steht das da. Also wenn ich jetzt, könnte ich loslegen. Also muss der Shelter haben. Ja. Das ist vielleicht bloß noch eine komische Anzeige. Okay, jetzt müsste... Melle jetzt. Macht das Loch. Okay. Geht nicht. Der Wieso bricht wieder. Guck mal, der bricht wieder. Ich muss Balken einziehen. Ja, so, ja, passt doch aber gut vom Bild her. So wie dieses Dreieck links und Dreieck rechts. Ja. Kommt das... Das sieht doch gut aus. Also gut, machen wir halt doch Balken. So, einmal den. Einpacken, den ja. Einpacken. Noch Stützbalken. Cool. Das ist blöd. So. Hat es schon wieder aufgehört? Naja, fast. Zimmermann, 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 hier. Ja.
Gut, das ist schon mal gemocht. Okay. Wo packe ich die Schränke noch mit hin und so? Weil es ist. Achso, ja, klar. Was? Schatz, kannst du mir Leder und Seile in die Zimmermannswerkbank legen? Dann kann ich die Dinger durchlaufen lassen nebenher. Die Schränke. Ja. Warte, ich komme. Zimmermannswerkbank war Glasarbeit. Zimmermannswerkbank. So, da nochmal Leder. Bisschen Leder habe ich auch. Ach, Zimmermannswerkbank. Ah ja, ist da drüben. Ich bin wegen Leder gegangen. Zimmermann. Okay, Leder, Seile, ist beides drin. Oh, cool. Die Tür auf. Ich hab's eilig. Ich hab extra die Tür gerade zugemacht, weil ich dachte, okay, ich hab keinen gesehen. Machst du wieder zu? So. Ach, so, Schränk. So, der muss ja. Sag mal, dein ganzes Glas, das packe ich jetzt mal in die Glaswerkbank rein, ne? Das ja, verstopft mir nämlich meinen Hochofen. Ich nehme ich eh. Genau. Okay, ich brauche nochmal Holz. Wir haben draußen. Oh, draußen ist kein Holz mehr. Okay. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Zed. La 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 la. Ich bin ja schon 30. Steinmetz arbeiten, da sind noch 200 drin. Ja, habe ich mir jetzt mal gerade stibitzt. Achso, okay. Ich freue mich auch schon, wenn die Küche endlich kommt. Soll ich einfach die Fenster wegnehmen, wenn die euch so stören? Aber ich finde dann. Nee, lass mal das mit den Fenstern. Das kriege ich schon gebacken. Ich muss halt überlegen, wie ich es mache. Mache ich da, sag ich mal, Glaswerkbank und dann daneben so 2, 3 Schränke. Dann mache ich die nächste Werkbank, Schränke. Bräuchte Epoxid. Bitte, bitte. Was ist danke, das? Danke. Geht ihr welches jagen? Nein, ich packe die mal ein bisschen Epoxid rein hier. Brauchst du immer noch Glas? Da ist er drin. Ja, war aber zu wenig. Okay, wird immer noch zu wenig sein, aber macht nichts. Warte, sag ich dir gleich. Ich weiß das in... 3, 2, 1. Super, perfekt. Oh, ja. Wo brennt's? Hier riecht's nach Brennen. Oh, wie ich das gar nicht mag hier. Was ist das denn? Schatzi, es brennt! Nein, nur mein ganzes Haus geht kaputt. Was hast du denn gemacht? Wir haben doch gar nichts, dass es brennen könnte. Doch, mein Mann hat den Ofen zu nah an... Was? Nein! Ich habe keine Klatsche. Nichts. Und würde das ganze Haus abfackeln. Aber... Das Philosophieren bringt nichts. Es bringt nur was, wenn... Da hilft auch keine Klatsche. Alle Platten jetzt einfach hier mal wegmachst. Mach die Platten hier weg. Ja, warte mal. Ja. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich sehe nichts mehr. Aha, ich hab nicht verbrannt. Oh. Ich komme nicht raus. Mit dem Scheiße. Warum kriege ich das jetzt nicht weg? Weißt du, was mein Problem ist? Ich habe irgendjemand hier runtergelassen und geschmissen. Ich komme nicht mehr raus. Die blöde... Och Mann. Ich kann keine Rampe aufstellen. Warum? Oh, Bobbel, hau ab da raus. Jetzt kommt natürlich... Vogel, raus hier. Weg, ab. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Fiesematenten hier. Ich will nicht raus. Oh Mann, Leute. Fackel die Bude haben jetzt, wo Melisse gerade fertig hat. Das ist nicht cool. Das ist echt cool. Mehr. Ich kann aber auch gerade absolut nichts abbauen. War das jetzt wegen die Wand fackeln oder was? Rampe, Fasern. Irgendwas hast du verkackt. Die Wandfackeln haben bei mir noch nie was weggefackelt, Alter. Nahrung aber hör doch auf, Wandfackeln, also Mann, wir haben doch gar nicht alles drüben, was wir brauchen. Oh, du wolltest mir doch hübsch machen. Ja, das hatten wir schon mal im alten Haus. Du wolltest es nur hübsch machen und dann ist das Ding abgefackelt. So, Melle, wo bist du? Ja, ich hab's irgendwie rausgeschafft aus dem Loch. Ah, nee, oder? Jetzt habe ich dir eine dusselige Rampe gemacht. Jetzt sieh zu, was du damit anfängst.
Mach das Ding hier weg. Mach diese. Ich kann die nicht wegmachen. Ich kann die nicht wegmachen. Die ist. Weiß ich nicht. Ja, die ist wahrscheinlich schon angehaucht. Dann mach die andere hier einfach weg. Ist sie auch nicht. Die ist heile. Ich kann die aber nicht abbauen. Dann ist es wahrscheinlich, weil die direkt daneben das Feuer ist. Weiß nicht. Oh nee, warum? Balken muss repariert werden, das muss repariert werden. Das springt alles über. Natürlich. Uns wird das komplette Ding um die Ohren fliegen. So schnell können wir da nicht abbauen, wie das abbrennt. Du musst alles abreißen. Die Mauer, die Balken, alles. Darf da keine Verbindung sein. Und wenn, dann brennt nämlich dann nur diese Hälfte ab. Dann ist das theoretisch kein Problem, ne? Dann musst du zwar nochmal neu bauen, aber wir haben das meiste gerettet davon. Ja. Das Material meine ich. Ich bin überrascht, glaube ich, nicht egal. Das sind aber auch teilweise Stützen, die da abbrennen, oder? Alles. Da ist überall Holz dran. Und sobald da Holz dran ist, dann brennt das Holz. Wasserbomben, ja. Ich komme ja nicht mal mehr an meine Werkbank ran oder so. Die ist ja kaputt, die Werkbank. Ich kann jetzt da tatsächlich nichts machen. Das. Schatzi, kannst du nicht irgendwas retten? Weißt du, die Bauteile, die müssen schon nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Komm mal her, Pummelchen. Komm mal her. Oh ja. Du musst nicht abhauen. Boah. Bleibst du hier? Okay, warte mal. Wo ist ein Bobbel eigentlich? Der ist wahrscheinlich draußen, ne? Ja, aber der Bobbel will abhauen. Nee, das ist Hörnchen. Ja, ist egal. Der Vogel, den habe ich eigentlich weg von der Hitze gebracht. Hörnchen. Du musst aufpassen, dass er nicht abhaut. Ja, ihr könnt aber hier schon wieder das Ding dahin bauen. Feuerbecher. Stellt mal den her. In mir. Was können wir denn da hinten noch retten? Naja, das löscht sich jetzt gleich. So. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, dass ich hier meine Sachen. Die Fabrik, der Fabrikator, genau. Das da. Hast du das gelöscht oder was? Ja, es ist jetzt soweit alles weggebrannt, was weggebrannt werden konnte. Oh Mann. Okay. Oh, Schnaps. Ja. Alter, die Schnabbelschneefee. Ja, und das alles nur. Siehst du, sowas passiert, wenn man eine Fackel an die Wand machen. Jetzt wisst ihr. Ja, ich kann dir auch sagen, wo es ausgebrochen ist. Guck mal, da oben brennt es noch, Schatzi. Ja, aber ich muss ja unten jetzt langsam mal die Dinger retten, weil sonst sind auch die ganzen Werkbänke weg. Sonst ist das nämlich auch fishy. Weißt du? Aber hey, ich habe noch ein paar Wandfackeln gerettet. Schön. Das Einzige, was dafür sorgt, dass Feuer hier drin ist, das rettet ihr. Ja. Die Werkbank ist kaputt, ne? Ich habe jetzt keine Werkbank. Weiß ich nicht. Ich habe hier nichts gesehen, seit ich hier sah, dass es brannte. Ja, der Ofen steht noch. Das finde ich immer so geil. Der Ofen steht noch auf diesem dusseligen Holz drauf. Ich würde mal sagen, hier ist ausgebrochen. Hier. Was hast du an diese Wand gemacht und was stand da für eine Werkbank? Na, da habe ich. Ich habe hier drei Wandfackeln dran gesetzt. Ich denke mal, die waren dann zu dicht da oben dran und es hat das Brennen angefangen. Anders die Werkbank ist kaputt. Kannst du mit den Materialien, die du in dir drin hast, eine Werkbank herstellen? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Ich muss erstmal die Sachen. Naja, deshalb drück mal Tab und drück mal auf Herstellen, das stellst du in deinem Inventar. Dann sparst du dir schon mal Material. Nee. Was brauchst du überhaupt nicht? Da brauche ich Stein, aber jetzt lass uns erstmal das Zeug aufsammeln, bevor es despawnt. Hier ist zum Beispiel, hier ist die Werkbank für Glasarbeiten drin. Ja. Die können wir drüben hinstellen, dann kannst du das Ding da gleich direkt reinzimmern. Nur, dass ich gerade keinen Platz im Inventar habe. So, warte mal, ich habe was Holzschränke bekommen. Die Rußspuren kriege ich nie wieder raus, ne? Aber der Fabrikator lebt noch. Nein. So, das alles raus. Ich wollte ja dekorieren, ich sollte es lassen. Ich soll das Finger von solchen Sachen lassen. Du hast gesagt, ich soll das Zeug umziehen, also... Wir hatten drüben keine einzige Fackel. Keine einzige. Ja, deswegen. Wie kann man eine Fackel umziehen, die wir gar nicht besessen haben? Kann das jemand sagen? Ich kann das. Umziehen heißt das, was wir besitzen. Das ist der Mörser. Okay, die Bearbeitungswerkbank ist auch... Ich hab jetzt hier Zeug reingetan in den Glas und ich hoffe, das ist das, was da alles rein muss. Ach, der Amboss ist auch weg. Nein, da ist Stein.
Du hast noch keine Werkbank hergestellt jetzt, gell? Nee. Gut. Alles gut. Nee, weil ich glaube, Moment, ich weiß gar nicht, ob ich Holz hab. Jetzt hatte ich endlich das Haus so weit zu, ne? Dach. Ja. Ich muss diesen blöden Jaguar umbringen, wegbringen. Sonst kommt hier vielleicht demnächst irgendwelches Viehzeug her. Frohes Neues. Melle, du weißt ja, ich habe in den Büffel alle Teile, die ich hatte, reingetan. Also das heißt, wenn du Bauteile brauchst, ja, dann hole ich sie mir raus. Da habe ich meine auch reingestopft. Ah ja, okay dann. Dann packen wir die ganze hier rein. Ja, stimmt. So, Leder. Ich mache dir eine neue Werkbank, okay? Ja, kannst du machen. Jetzt muss ich aber erstmal warten. Jetzt müssen wir erstmal Fußböden hier wieder machen. Aber damit ist die heutige Folge vorbei. Wo noch Platz ist. Wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.